Die Bundeswettbewerbsbehörde, kurz BWB, ist einem Kartell bei Pellets auf der Spur. Seit Dienstag gab es in den Räumlichkeiten mehrerer Unternehmen und eines Verbandes in Wien, Tirol und auch in Kärnten entsprechende Untersuchungen bzw. die Räumlichkeiten wurden durchsucht. Was ist der Vorwurf, dass Pellets-Hersteller und auch Pellets-Händler Preisabsprachen getroffen haben, Kunden aufgeteilt haben und auch den Absatz gemeinsam eingeschränkt und kontrolliert haben? Die Ermittlungen, die laufen bereits seit dem Februar 2022. Die Generaldirektorin des BWB, Nathalie Harsdorf-Bosch, sieht die Situation sehr kritisch und sagt, dass mit der aktuellen Situation, der Krisensituation, nicht auch noch Absprachen für Verzerrungen sorgen dürfen. Die Situation ist angespannt. Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs sind die Energiepreise sehr stark nach oben gestiegen. Das bezieht sich beispielsweise auf das Gas. Aber auch die Preise rund um das Holz und auch um die Pellets sind sehr weit nach oben gestiegen. Umso problematischer ist es dann, wenn es Absprachen gibt bei den Pellets, diese zurückgehalten werden, nur um die Preise entsprechend hochzutreiben. Die Folge, wenn das tatsächlich passiert ist, kann eine Geldstrafe sein, die bis zu 10% des Umsatzes verhängt wird. Die Situation haben wir uns natürlich auch noch einmal genau im Detail angeschaut. Und zwar 4% der österreichischen Haushalte heizen mit Pellets. Und wir haben uns auch angeschaut, wie viele Pellets werden denn eigentlich produziert und verbraucht. 2021 wurden 1,6 Millionen Tonnen Pellets produziert. 1,2 Millionen Tonnen Pellets wurden verbraucht. Die aktuellen Entwicklungen und Durchsuchungen, wir werden sie für Sie ganz genau im Auge behalten.